Ja, hier liegt dein Zeug noch rum. Sammle es gerade mal Und auf. mach das. Überall Feuer hier. Ich muss vorsichtig sein. Ja, aber das ist gut zu Ich wissen, bin im Feuer. dann können wir das auf jeden Fall zum taktischen Bauen benutzen. Wir brauchen nur eine Rüstung mit Ja, Explosionsschutz. ich krieg dein Zeug aber nicht alles zusammen. Es liegt jetzt im Feuer Und? dran. Ah, du, da sind sie, mein gebratener Lachs. Du hattest den also. Du hast meinen gebratenen Lachs geklaut. Vermutlich irgendwann mal. Goldschuhe. Die wären mal hilfreich. So, ich komme zurück zum Portal. Wir haben einen Gast am Portal. Okay, und? Du hast ein Schwert, oder? Weg ist er. Hat sich selbst getroffen. Ich glaube, er ist weg. Oh nein, ist er nicht. Macht so Babygeräusche. Ich baue mal hier die Mauer weiter auf, hier die Basis. Ja. Ist zwar anderer Stein, den ich jetzt hier benutze, aber ja, muss das schön aussehen. Ja. Ich habe fünfmal Schwarzstein. Was auch immer das. Warum baust du hier überhaupt alles zu? Die Dinger sollen einfach nur nicht rankommen. Bis auf Gas haben keine Dinger Fernkampfangriff und die kannst du sofort weghauen. Okay, ich hätte trotzdem gern irgendwie mal einen Schutzwall. Werden da sowieso noch Brücken von wegbauen, damit wir überall Was ist? hinkommen. Was ist? Okay, ich habe hier fünf Schwarzsteine und Basalt, wahrscheinlich aus deinem Inventar, den du verloren hast. Was ist Ja. Schwarzstein? Und was Das bringt gibt's da das? hinten, das zeige ich dir gleich. So, liegt hier noch irgendwas rum? Ich habe Ja. dein Zeug mitgenommen. Aber Nein, nicht alles. da liegt noch ein bisschen was rum, da kam ich nicht ran. Das ist ein Block, Schwarzeichen. du würdest einen Block weit gehen müssen. Ich habe mich nicht ins Feuer getraut. Hast du die Goldrüstung wenigstens dabei? Ich habe Goldschuhe. Ja, das waren meine. Die kannst du haben. Und da habe ich noch Steinspitzhacke, Steinschwert habe ich hier. Auch beides von Sieben mir. Netherquarz sind eigentlich alles, ist eigentlich alles von dir. Ja, Sekunde, dann hau hier mal rüber. Goldstiefel. Das müsste noch deins sein, das kann deins sein. Das waren meine. Ja, reicht. Reicht Netherrack schon. kannst du auch haben. So, Ja, hier. danke. Faden brauchst du vielleicht auch noch. Der war tatsächlich von mir. Der war von der Spinne, die ich vorhin umgebracht habe. Ein Ei habe ich hier noch. Das Ei kannst du werfen. So, 29 Buchsteine habe ich hier noch drin. Ja, die waren auch von mir. Können wir verwenden. So war das nicht gedacht. Hier würde ich es mal Gas sicher machen auf dieser Seite. Warum? Ich baue da jetzt rüber. Okay. Wir wollen auch in das andere Gebiet kommen und zwar ohne, dass wir die ganze Zeit irgendeine Scheiße laufen müssen. Also Dann machen wir baue es ich mal jetzt so rüber. hier. Ich habe eben Bauen wir eine Brücke. einen Block breit. Du kannst gerne alles ausbauen, was ich hier mache.
habe auch nicht mehr viel. So bei Gronkh, so wie bei Gronkh, dann immer eine ganz große, eine breite Brücke aus Holz. Das ist ein großer Lavasee hier hinten. Hast du noch ein bisschen Stein mit? Moment, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Stacks Bruchstein. Kannst du mir ein oder zwei davon abgeben, dann kann ich dir... Ich baue jetzt erstmal hier rüber. Kann ich dir hinterher bauen. Ich baue ein hübsches Geländer dran. Bau einfach mit irgendwas. Gut, dann gehen wir auf die Insel, würde ich sagen. Dann sind wir da im Gebiet, dann können wir uns da... Weil ich fahre safe runter, deswegen... Macht jemand Geländer dran. Warum hüpfe ich hier? Weil du zu viel Multiplayer gespielt hast, würde ich sagen. Oh, war ja nicht schön. Automatisches Hüpfen müsste dann vielleicht mal ausstellen. Okay, das ist jetzt schlecht. Ich habe keinen Stein mehr dabei. Ja, das ist sogar sehr schlecht. Mit Netherrack, ich baue mit Netherrack. Können wir später ausbauen. Das sowieso, okay. Rücke ins erste Gebiet steht. Ja. Brücke wird sicherer gemacht. Wenn du meinst, ich gehe jetzt erstmal zurück und hol. Warum machst du das alles zwei Blöcke hoch? Das ist so unnötig. Damit ich da nicht drüber hüpfe. Ich habe automatisch Zipfen an, wenn es ein Block hoch dann ist. Dann mach's aus! Wenn ich einen Block habe, wenn ich einen Block hoch mache, dann hüpfe ich rüber drüber. Dann mach's aus! Das hat niemand an. Das haben nicht mal Rentner an, die Minecraft zum ersten Mal spielen. Okay. Oder bist du zu blöd, um die R-Taste zu drücken? Mach ich bei Klingelten aus. Ja. Ich hol jetzt einen Wassereimer. Mach das. Hatte ich noch irgendwo einen Eimer? Ist die Frage. Ich hatte keinen Eimer mehr anscheinend. Ich mach deine Brücke gerade idiotensicher. Also ja, mach das. Also Zwerge sicher. Ja, ich weiß schon, was du meintest. Weil selbst wenn ich das automatisch springen ausgestellt habe, irgendwie hüpfe ich dann doch mal und hüpfe auf den einen Stein drauf und dann ist das. Ich kenne mich selbst. Ja, ich gehe jetzt erstmal in die Mine und gucke, ob ich noch irgendwo Eisen finde. Mach das. Irgendwann können wir dann irgendwas Tolles draus bauen. Können wir ja Glas reinbauen. Dann wir trotzdem noch runter gucken können. Einen Boden aus Glas machen. Ah, da können wir Fackeln für. Da können wir, oder wir machen es zu und dann können wir Fackeln gebrauchen. Mhm. Mein Netherrack geht auch gerade zur Neige. Apropos Fackeln, da sollte ich vielleicht mal ein paar machen. Habe ich mich gerade ernsthaft im Nether darüber beschwert, dass ich zu wenig Netherrack habe. Ja. So. So, 16 Fackeln reicht. Ein ganz lustiges Schwein. Oh, ich habe Eisen gefunden. Ich habe Netherrack gefunden. Das ist eine Leistung. Denke ich auch.
Na gut, es wäre eine Leistung, wenn du es außerhalb gefunden hättest, aber so. Es wäre eine Leistung, wenn ich es nicht gefunden hätte. Das auch. Das wäre schon. Okay, Spitzhacke kaputt. Hast du eine neue Spitzhacke für mich? Ich bin gerade hier in unserer Mine zu Hause. Okay. Weil ich erstmal Eisen für Eimer brauche. Außerdem habe ich hier noch nicht alles erkundet, also von daher. Dann mache ich erst, muss ich erstmal ohne Spitzhacke weitermachen. Gut, hier ist dann soweit alles erkundet und Eisen habe ich auch gefunden. Sehr schön. Sehr schön, bring mir eine Spitzhacke mit. Ich habe mehr als genug Steinspitzhacken. Aber ich gucke, dass ich genug für Eisenspitzhacken krieg. Oh, und ich habe es gar nicht gesehen. Ist schon von einer Weile hereingekommen. Danke für den Whistlerk. Whistlerk. Der typische Whistlerk. Der Whist ist reingekommen und hat gelurkt. Ah ja. So. Aber es wurde angezeigt, also falls ich irgendwas vergesse, meine Alerts werden im Chat angezeigt, die werden eingeblendet. Ja, wenn ihr es mal vergisst, dann sollte euch klar sein, er ist einfach zu arrogant, um euch zu antworten. Bestimmt. Wenn ich mal nicht auf den Chat gucke, während ich mich hier über durch den Nether baue. Ja. Es wird ja angezeigt. Der Chat wird angezeigt. Die Alerts werden angezeigt. Also will eigentlich wieder jemand mitspielen? Nö, ist gerade keiner, der zuschaut. Bin gerade alleine. Wie gesagt, der Wiss ist im Lurk, deswegen. Ja. So. Mehr ist nicht direkt besorgen. Ich habe hier viel Gold gefunden. Na dann, nimm's mit. Nö. Oder lass es liegen. Ja, fürs Netherrack bauen braucht man irgendwie keinen. Doch, braucht man. Da braucht man eine Spitzhacke für. Ich brauch's eine Spitzhacke dafür. Nö, so natürlich ist das gar nicht. Kannst du auch Kies abbauen und das ist. Manches Zeug kann man abbauen. So, hast du eine Spitzhacke für mich? Oder habe ich noch irgendwo eine Spitzhacke? Ich bin immer noch in der Mine, ich hole immer noch Eisen. Ob ich noch irgendwo eine habe? Wahrscheinlich nicht. Ansonsten mache ich ein paar Steinspitzhacken, finde ich auch. Ich habe auch keinen Stein mehr. Und wie sieht das Zeug aus, das Netherit? Wonach muss ich ausschalten? Du siehst es, wenn du es findest. Wie sieht's aus? Blau leuchtend wie ein Diamant, oder? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber du erkennst es, wenn du es siehst. Okay, und was macht man mit Schwarzstein? Den ich jetzt hier noch habe. Es ist Stein, der schwarz ist, also du baust schwarze Sachen aus Stein. Ich kann eine Spitzhacke draus bauen. Eine Schwarzsteinspitzhacke oder was? Ich kann eine Steinspitzhacke draus machen. Das wird einfach nur eine langweilige Steinspitzhacke. Ja, es ist halt das, was. Es gibt ja auch verschiedenes Holz im Nether jetzt mittlerweile, also von daher. Ich nehme sie mir einfach. Ich verschwende den Schwarzstein jetzt einfach mal für eine Steinspitzhacke, oder? Das ist normaler Stein. Mach was du willst. Aber sie sieht nicht besonders anders aus. Ne, das ist einfach eine Steinspitzhacke. Eine ganz langweilige Steinspitzhacke. Nichts Besonderes.
Jetzt muss ich aber mal in das Biom kommen, wo du das, den Schwarzstein her hast. Ja, das, da habe ich doch einen Weg hingebaut. Ach so, das ist die Brücke, die du dort hingebaut hast. Ja, in das ganze Basalt- und Schwarzsteinzeuggebiet. Ah, das macht Sinn. Moment, hatte ich nicht einen extra Schmiedeofen bei mir? Dann werde mal was versuchen. Oh, das ist ja noch. Dann brenne ich mal gerade ein bisschen Sand. Der Mann macht einfach Glas. Ja, damit können wir vielleicht irgendwann die Brücke machen. Wollen die Brücke mit verschönern. Ja, ich baue erstmal eben die Eimer, die wir brauchen. Die wir ganz dringend brauchen. Ja, mach das. Oh, hey Mordi. Ah. Ja, genau hierfür. Genau hierfür habe ich meinen automatischen Hüpfer an. Und rein da. Ja, ich hatte einen Schmelzofen. Er ist so viel nützlicher. Ich höre einen Widow. Nicht ein Widow, sondern ein Ghast. Ist er schon wieder drüben? Oh, und ich höre einen neuen Follower. Sekunde. Bring mich mal kurz in Sicherheit. willkommen. Ich mag nix 12. Sehr schöner Name. Willkommen in der Community. Wie geht's, fragt er. Wie geht's dir heute, Mordi? Gut genug. Ja, mir geht's. Wie soll es mir gehen? Mittelmäßig. Ausreichend. Nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Momentan, ja, eigentlich am Wochenende jetzt ging's. Wie geht's dir? Wie geht's dem Zuschauer? Geht so. Ja, halt normal. So. Ich baue hier gerade die Brücke, die Mordi erbaut hat. Ein bisschen sicherer. Idioten, ich mache die Idioten sicher, die Brücke. Ja, ich mache es vielleicht nur unendliche Wasserquelle bei uns. Zwei Blöcke hoch, damit ich nicht runterfalle. Mach die Zwerge sicher. Ich habe die Angewohnheit, mal manchmal dumme Dinge zu tun. Oh ja, da war ja was. Gut, das mit dem Wasser hat sich erledigt. Okay, wieso? Es verdunstet direkt. Ja gut. Hätte man mit rechnen können. Oh Kacke, der Gast. Oh ja, hier haben wir solche roten Boxen. Danke. Der Gast macht mir meinen Schutz wieder kaputt. Ja. Das ist momentan ein bisschen gefährlich hier. Ey, wo ist mein Bogen? Ich weiß nicht. Ich glaube, den habe ich verloren. Ich habe deine Pfeile. Hast du auch meinen Bogen? Ne, den Bogen habe ich nicht aufgesammelt. Ah. Ich habe nur Pfeile. Schade, ansonsten hätte ich den jetzt direkt... Da schießt er. Au, der hat mich getroffen. Schon wieder. Da liegt dein Zeug. Ist die Hälfte runtergefallen oder ist alles auf einem Fleck? Etwas aus beidem. Und ich kann nicht alles aufheben. Mein Inventar ist voll. Ich hab einen Teil deines Zeugs aufgesammelt. Ich hol den Rest. Ist
So, wo bist du? Direkt hinter dir. So, jetzt soll ich runtergefallen nichts zu sein. Ich habe mal einmal einen Wassereimer, habe ich hier. Ja, wir früher. Komm, ich geb's dir. Sonst noch irgendwas? Spitzhacke. Perfekt. Spitzhacke. Goldstiefel. Goldaxt. Theorit. Hochstein. Das hier. Wassereimer. Eimer. Eisenbahn, die ich gerne behalten würde. Glowstone. Buchstein. Knochen. Ja, das scheint alles zu sein. Ja, das ist, ja. Ich hatte noch ein Steinschwert. Ja, stimmt, das habe ich hier. Danke. Willst du die Pfeile auch zurückhaben? Hier hast du. Perfekt, so. Das scheint mich gerade hier runter gebumst zu haben. Ja. Schön. Zu diesem Zweck baue ich hier die. Oh, okay, er schreibt gerade was, worauf ich nicht geguckt habe. Kannst du bitte dein FOV auf 80 oder 90 stellen? Dann drück mal Escape, dann Option, dann oben links auf FOV. Was, was? Okay. Du sollst deine Sicht weiter erhöhen. Okay. Eine Option. Warum sollte man sein FOV erhöhen? Okay. Sichtfeld normal habe ich hier gerade. Okay, warum sollte ich? Auf 90 wirst du es haben. Ey, ja komm. Normal. Ich hab's auf normal. Warum sollte man auf 90 spielen? Ein besseres Gefühl, meint er. Nö, ich lasse es so. Sorry. Ich habe übrigens kein Zeug mehr, hey. Ich lasse es gerade auf normal. Ich finde, es ist halt. So. Dann sehe ich, ich will hier noch nicht alles sehen. Das ist. Komme ich da irgendwie runter? Danke für den Tipp, aber. Nö, ich komme nicht runter, wir haben einen Haufen verlorenes Zeug. Ja. Gast kommt wieder. Deswegen baue ich hier die Brücke sicher, damit wir das nicht verlieren. Guter Plan. Gut, dass ich nicht alles Eisen benutzt habe. Damit sowas nicht passiert. Ich meine, der kann uns immer noch, der kann immer noch die Wand zerbomben. Aber nein, zumindest, ich komme gleich. Ich glaube, wenn er uns nicht sieht, ist die Wand sicher, oder? Wenn ich hier die ganze Zeit eine Wand lang gebaut habe, hilft das auch gegen Ghasts oder? Wenn er uns nicht sieht, greift er uns nicht an. So, Helm. An die Wand ist definitiv nicht an Ghast fest. Der hat doch schon zerbombt. Und wenn er gar nicht erst angreift, ist das vielleicht eine gute Idee. Okay, ich habe Angst. Besseres Gefühl habe ich sowieso im Nether nicht. Das ist sowieso schwierig. Im Nether ein besseres Gefühl zu haben, vor allem gerade, wenn man eine Brücke über den Lavasee baut. Das ist, ja. Dann packe ich nachher noch ein paar nette Fackeln hier drin. Damit es nicht so düst aussieht, wenn wir hier durchlaufen. Aber dann ist es zumindest halbwegs sicher hier. Ich mache mir kurz noch ein Eisenschwert und dann komme ich auch wieder rüber. Mach das, ich habe mein Diamantschwert noch dabei. Ich brauche kein neues Diamant, kein neues Schwert. Noch nicht. Wenn ich jetzt hier runterfalle, was nicht passieren sollte. Was passieren wird? Hoffentlich nicht. Dann tue ich das vielleicht gerade irgendwo ablegen. So, und ein Inventar voll Stein. Ach scheiße, ich habe gerade keine Goldsachen dabei. Na, wird schon passen. Ich glaube, der Zuschauer ist gegangen. Habe halt nicht meine wie hieß es, FOV auf 90 gestellt. Tja, jetzt bin ich ganz böse.
kann er sich natürlich nicht geben. Tachchen. Ich lege mal gerade mein Diamantschwert irgendwo ab. Geh, mach das. Mein Zeug ist ja auch verloren. Ich will das Diamantschwert nicht verlieren. Wenn ich hier an der Brücke weiterbaue. Gerade mal einen Schluck trinken. Trinken ist wichtig. So. Horst ist abgehauen. Ich muss mir noch einen Horst holen. So. Diamantschwert holt ja. Und ich bin tot. Sehr schön. Der scheiß Gast, Alter. So, den Rest, den kann ich wieder mitnehmen. Natürlich ist es wieder mitten in der Nacht hier. Ja, wir können mal schlafen gehen. Ich kann, du bist so eben, ne? Nee, ich bin gerade, ich bin im Bett. Ich schlafe gut, dann gerade. Moment. Geh ins Bett, ich schlafe gerade. Bin ich gerade mehr oder sehr weniger? Schön. So, ich komme ohne Diamantschwert wieder rein. Ich gehe ohne alles wieder raus. Nimm jetzt nur Stein mit. Moin. Okay, ich baue neues Zeug zum Bauen. Und ich glaube, ich muss mal wieder in die Mine danach. Mach das. Oder meinen Berg weiter abbauen, weil mir geht der Stein aus. Dir geht der Stein aus? Ich habe gerade zwei Inventare voll Stein verloren. Okay. Ja, Stein brauchen wir dann demnächst fürs Mauerbauprojekt. Dann können wir mal. Da kannst du mal was. Oh, Scheiße. Er greift an. Wer? Der Feuerspuckende. Wer ist der Gast? Ist da noch einer? Scheinbar ja. Schon weitergebaut. Oha. Ah, da ist noch einer. An der Brücke. Ja, den kenne ich. Das ist der mich jetzt zweimal runtergeschossen hat. Korrektur dreimal. Ja. Mich komischerweise noch nicht. Gut, ich habe keine Ressourcen mehr. Ich baue noch weiter. Ja. Ich bin damit für heute raus. Wieso das? Ich gehe jetzt in die Mine und hol mir Eisen und alles. Mach das. Ich baue die Brücke weiter. Ich habe halt gar nichts mehr jetzt wirklich. Ich baue die Brücke weiter safe. Ich bin komischerweise noch nicht runtergefallen. Ja, weil der dich auch nie fokust. Doch, hat er aber schon. Ich habe mich dann immer versteckt. Bin clever genug, mich zu verstecken, dass er mich nicht trifft. Ja, schön. Du bist. Ja. Vorsichtig. Lass es einfach mal so stehen. Ich bin vorsichtig genug. Können wir nachher noch Wand, können wir noch Glas, können wir durch Glas ersetzen, die ganze Fassade hier. Wenn wir irgendwann mal Spaß genug haben, können wir hier noch sehen, wo wir langlaufen. Und den Boden einfach aus Glas machen, die Wand schön lassen und dann hier. Ah, da ist Schwarzstein. Viel zu viel Lava hier. Wir bräuchten mal einen Wassereimer. Nimm nur einen mit. Mal sehen, was damit passiert. Ich habe so das Gefühl, dass er verdampft. Nein.